Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Kollege Greinz, zu erklären, dass unter diesem Senat die Verkehrswende vorangebracht wurde, scheint mir eine neue Form der Realitätsverweigerung zu sein. Zu sagen, wir geben Milliarden für neue S-Bahn-Züge aus, aber dabei zu unterschlagen, dass aufgrund der Politik der Koalition und des Senats diese S-Bahn-Züge erst vollständig im Jahre 2023 zur Verfügung stehen, ignoriert die Wirklichkeit. Zu sagen, wir haben die Verkehrswende vorangebracht, und zu ignorieren, dass seit 5 Jahren Busse und Bahnen immer langsamer werden und damit mehr Fahrzeuge benötigt werden, die Umlaufzeiten sich erhöhen etc. und dass es mehr kostet, ist eine Form von Realitätsverweigerung. Und zu einer Radverkehrsstrategie zu sagen, wir haben jetzt 8 Modellprojekte, die wir bis 2017 auf den Weg bringen wollen, und davon sind gerade mal 4 begonnen, das ist die Realität dieses Senats, meine Damen und Herren, und das ist der Grund, weshalb es ein Volksbegehren zur Radverkehrsentwicklung und zur Radverkehrsstrategie gibt. Dieser Volksentscheid ist Ergebnis Ihrer Politik und des Nichthandels in den letzten Jahren, meine Damen und Herren. Und wenn dann gesagt wird, die Reaktion von Seiten des Senats, wir machen doch keine Verkehrspolitik per Gesetz, da hat der Kollege Gelbhaar schon einiges dazu gesagt, aber dann sage ich, wenn Sie das nicht wollen, dass jetzt über Volksentscheid ein Gesetz vorangebracht wird, dann müssen Sie mal eine Schippe drauflegen, dann müssen Sie zulegen, dann muss auch wirklich was umgesetzt werden und nicht nur Papier bedruckt werden, in dem gute Ziele draufstehen, aber das Handeln findet nicht statt. Und das Handeln, das wird eingeklagt mit diesem Volksentscheid und diesem Volksbegehren. Und wenn gesagt wird, wenn das kritisiert wird, das Gesetz, na du, das ist ja nun die einzige Möglichkeit, wie man verbindliche Regelungen über einen Volksentscheid durchsetzen kann. Es reicht ja nicht aus, wenn man, wie der Senat das immer gerne macht, Bemühenszusagen per Volksentscheid abstimmen lässt. Nein, das ist die einzige Möglichkeit, da die Verbindlichkeit herzustellen. Und wenn Sie das Gesetz nicht wollen, dann begeben Sie sich in die Verhandlungen und machen Sie deutlich, was Sie in der nächsten Zeit umsetzen wollen. Aber so viel Zeit bleibt Ihnen ja nicht mehr. Insofern, glaube ich, werden wir diesen Volksentscheid bekommen. Und es wird die Möglichkeit geben, über diesen Volksentscheid geben, dass sich die Menschen artikulieren, die Realität auf den Berliner Straßen und Plätzen tagtäglich erleben. Und wenn dann argumentiert wird von Seiten des Verkehrssenators, wir müssen alle Verkehrsmittel gleich behandeln, und der Kollege Greinz eben noch mal mehrfach in seinem Beitrag von Partikular- und von Einzelinteressen spricht, dann will ich mal darüber reden, wie die Realität aussieht und welche Interessen bevorzugt werden und welche Einzelinteressen sich in der Verkehrspolitik und in der verkehrlichen Realität auf den Straßen und Plätzen durchsetzt. Wir haben gegenwärtig nur an 3% der Straßen Wege, auf denen der Fahrradverkehr sicher und abgetrennt vom Autoverkehr stattfinden kann. Wir haben einen Radverkehrsanteil von 13% an den Wegen, in der Innenstadt deutlich höher, bei 20% oder mehr. Wir haben gleichzeitig 58% der Verkehrsfläche werden durch den motorisierten Individualverkehr beansprucht, bei nur 30% Anteil an den Wegen. Der hat 19 Mal mehr der Fläche im Stadtraum zur Verfügung als der Radverkehr. Und da ist eine Ungleichbehandlung. Und wir müssen an die Neuverteilung der Verkehrsräume, das haben Sie gesagt, wir müssen an die Neuverteilung der Verkehrsräume in der Stadt herangehen. Und da geht es nicht um Gleichbehandlung, sondern da geht es um die Frage Priorität für den Umweltverbund aus Fußgängerverkehr, Radfahrerverkehr und öffentlichen Personennahverkehr, meine Damen und Herren. Und wenn ich lese, dass im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm vorgesehen ist, dass bis zum Jahre 2050 14.000 Kilometer Fahrradverkehrsanlagen hergestellt werden sollen und der motorisierte Individualverkehr auf 17% abgesenkt werden soll. Was ist das anderes als der,
Das Verlangen nach einer klaren Prioritätensetzung, nach einem Vorrang des Umweltverbunds und damit auch das Zurückdrängen des motorisierten Individualverkehrs in der Stadt, im Stadtraum, meine Damen und Herren. Und ich finde, wir müssen uns endlich dazu verstehen, dass wir diese klare Prioritätensetzung nicht nur in unverbindliche Programme schreiben, sondern dass sie sich auch in der Realität durchsetzt. Und deshalb, das Ganze fängt damit an. Wir wissen das, wir haben einen Engpass in der Verwaltung, dass selbst die Mittel in der Vergangenheit bescheiden, jetzt etwas erhöht worden für den Radverkehr, dass die auch wirklich umgesetzt werden. Und wenn ich mir ansehe, dass einerseits gesagt wird, wir wollen in jedem Bezirk eine Ingenieursstelle für den Radverkehr und wir haben, der Kollege Kreins, ja, das ist die Zukunftsperspektive. Ich rede jetzt erstmal nur von einer. So, und wir haben gerade mal in Tempelhof-Schöneberg, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg gibt es das. In den anderen Bezirken gibt es das in dieser Form nicht. Das macht deutlich, dass wir hier einen Engpass haben und hier muss schleunigst was geschehen. Hier ist die Möglichkeit, durch Handeln des Senats, durch die Verbesserung der Personalausstattung dafür zu sorgen, dass das, was im Haushalt bescheiden genug drinsteht, für dieses Thema auch wirklich umgesetzt werden kann. Und wir brauchen, meine Damen und Herren, ein dichtes, zusammenhängendes Radwegenetz. Und das muss auch auf Zuwachs ausgebaut sein, weil der Radverkehr wird auch in der Zukunft weiter zunehmen. Und wenn man das BEC ernst nimmt, das in Ihrem Haus ja bearbeitet wird, dann werden wir eine deutliche Zunahme des Fahrradverkehrs innerhalb der Stadt haben. Die Fahrradwege und die Fahrradstreifen müssen breit genug sein, damit auch überholt werden kann. Sie müssen breit genug sein, damit auch in der Zukunft Lastenfahrräder aufgenommen werden können. Sie müssen breit genug sein, damit auch dem Zuwachs von Elektromobilität im Fahrradverkehr Rechnung getragen wird, meine Damen und Herren. Und es muss an den Kreuzungen muss eine verkehrssichere Lösung geschaffen werden, damit die Unfälle reduziert werden. Das gibt es alles, die Konzeptionen existieren. Es muss verdammt nochmal endlich umgesetzt werden. Und wenn wir den Fahrradverkehr ausbauen wollen, dann brauchen wir auch die entsprechenden sicheren Fahrradabstellplätze. Und Kollege Greins, ja, das ist richtig, das geht zulasten von Autoparkplätzen und muss zulasten von Autoparkplätzen gehen. Das muss natürlich diskutiert werden in der Stadt und muss auch die Auseinandersetzung geführt werden darüber. Aber wer eine wirkliche Verkehrswende will, der muss diese Konflikte auch aushalten und muss zum Beispiel darüber diskutieren, ob in der Stadt für die Verkehre, die nicht über den Umweltverbund abgewickelt werden können, ob da nicht Modelle von Carsharing wesentlich effektiver sind. Da würde nämlich die Situation, dass die Autos in der Zegel 95% ihrer Zeit rumstehen und städtischen Raum blockieren, würde dadurch deutlich reduziert werden, meine Damen und Herren. Und deshalb sagen wir, da muss deutlich mehr geschehen. Meine Damen und Herren, es ist klar, man muss Prioritäten setzen. Und für uns ist eine wichtige Priorität, dass wir das Radwegenetz und die Radstreifen auf den Hauptverkehrsstraßen durchgängig ausbauen. Das hat für uns die Priorität. Und dass die Frage der Fahrradstellplatzanlagen ausgeweitet wird und dass wir an den wichtigen Bahnhöfen ausreichende Stellplätze haben, wenn man sich die Realität anguckt. Die sind völlig überfüllt, Die Fahrräder werden irgendwo sonst an Laternen und sonst noch wo angebracht, sind auch häufig sozusagen ein Ort, an dem die organisierte Kriminalität, nämlich die Fahrraddiebstähle, sich häufen. Das heißt, wir brauchen auch sichere Fahrradabstellanlagen und wir brauchen an den wichtigen Bahnhöfen und Kreuzungsorten brauchen wir auch Fahrradservicestationen. Das muss die Zukunft sein. Und insofern ist es richtig, wenn dieser Volksentscheid Druck macht. Und der Kollege Gelper hat es schon angesprochen, wir brauchen auch Kontrollen. Weil es ist wunderbar, wenn man einen Fahrradstreifen hat, aber leider hatten sich die Autofahrer noch immer nicht daran gewöhnt, dass das keine freie Parkfläche ist, sondern dass das eine Fläche ist, die für Radfahrer reserviert ist. Und deshalb müssen die Kontrollen intensiviert werden, muss wer auf einem Fahrradstreifen parkt, muss das auch durch eine entsprechende Strafe spüren, beziehungsweise die Fahrzeuge müssen dann auch abgeschleppt werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt der Verkehrserziehung, den man endlich mal durchsetzen muss. Meine Damen und Herren, wir werden ja gemeinsam noch die Diskussion führen mit den Initiatoren des Volksentscheids. Ich glaube auch, dass die eine oder andere Forderung, die sich dort befindet, in dem Zeitraum
etwas überambitioniert ist, aber das muss man im Detail diskutieren. Auf jeden Fall ist es richtig, dass sich Menschen jetzt innerhalb der Stadt artikulieren, ihre Interessen deutlich machen, nicht im Gegensatz zu anderen, sondern sagen, es muss in Berlin eine Verkehrswende stattfinden und eine wichtige Rolle spielt dabei der Radverkehr innerhalb der Stadt. Und das muss endlich in die Köpfe und nicht nur in die Köpfe, es muss sich auch in politisches Handeln umsetzen.